Hallihallo, ihr Lieben, hier ist wieder eure Gesundheitsfee und ich habe euch heute wieder ein interessantes Thema mitgebracht, nämlich ich möchte euch heute ein neues Mittel vorstellen, ein neues gesundheitliches Mittel und zwar Astaxanthin. Und mein Thema ist Astaxanthin, ein Antioxidant und seine Wirkung. Ja, wo findet man Astaxanthin? Astaxanthin kommt in Algen häufig vor, also da gewinnt man das auch raus. Und ja, deswegen haben auch Tiere, die von den Algen fressen, wie zum Beispiel Lachse oder Flamingos, ihre rote Farbe. Ja, ist ganz erstaunlich. Also wenn die Tiere viel davon fressen, dann haben sie wirklich so eine toll aussehende Farbe wie diese Lachse und Flamingos. Wobei man jetzt fragen sich könnte, Algen sind doch überhaupt nicht rot. Die sind doch eigentlich grün. Ja, das stimmt wirklich. Nur wenn Algen unter Stress geraten, das heißt, wenn sie zu wenig Wasser haben, wenn sie zu viel Hitze haben oder auch zu viel Kälte haben, dann sind sie einem Stress ausgesetzt. Und ja, bei diesem Stress entwickeln sie tatsächlich eine rote Farbe. Also dann werden auch die Algen rot, wirklich. Und ja, das macht sie dadurch stabiler, stressresistenter. Und ja, die entwickeln da solche Kräfte, dass sie trotz diesem Stress über 40 Jahre weiterleben können. Ja, und das fand ich sehr erstaunlich. Das habe ich nämlich gelesen und habe gedacht, das ist ja enorm, ja, was diese Algen da für ja, stressresistente Stoffe in sich haben, dass die trotz diesem Stress so lange überleben können. Ja, wirklich erstaunlich. Was ist also Astaxanthin oder was bewirkt dieses Astaxanthin? Also erstmal macht es stressresistenter. Ja, das ist ganz wichtig, auch in unserer in unserem heutigen Leben, weil es ist doch viel von Stress begleitet und mit Hektik und man ja hechtet von einem zum anderen Ort oder hat irgendwelche Probleme und macht sich da wieder Stress. Also da ist es ein ganz tolles Mittel natürlich. Ja, es macht auch leistungsstärker. Deswegen nehmen es auch ganz gerne Menschen, die ja Sport treiben, also um einfach da leistungsstärker zu sein oder Menschen, die einfach ja, viel, sehr aktiv sind oder viel arbeiten müssen, ja, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil man einfach mehr, ja, mehr Leistung bekommt dadurch. Es beugt Herzkrankheiten vor, also auch sehr wichtig. Es wirkt entzündungshemmend. Ich zähle nur mal so ein paar Sachen auf und habe mir nachher aber auch noch eine Liste gemacht, die lese ich euch alle auch nochmal vor, damit ihr nochmal so einen Überblick kriegt. Ja, es schützt die Haut, also auch vor Falten, vor Hautalterung, aber auch vor Akne. Ja, es ist ein ganz natürlicher Sonnenschutz. Das heißt, durch dieses Astaxanthin entwickelt man einen eigenen natürlichen Sonnenschutz und bekommt dadurch auch weniger Sonnenbrand, sehr wichtig im Sommer. Und es schützt die Zellen vor Krankheiten. Das finde ich natürlich auch wieder besonders wichtig, weil ja, wenn man bedenkt, dass man so viele Giftstoffe auch in der Umwelt hat oder heutzutage auch schon allein durchs Essen, was nicht mehr so ist, wie es früher vielleicht mal war, so natürlich auch angebaut wird. Und ja, man kauft es im Supermarkt, ja, man weiß nicht genau, wo kommt es überhaupt her. Ja, da ist es doch sehr wichtig, dass man da irgendwo auch seine Zellen ein bisschen schützt vor Krankheiten, weil auch Umwelteinflüsse und auch schlechte Ernährung einfach zu Krankheiten führen kann. Ja, die Astaxanthin, diese Gruppe, das gehört zu den Carotinoiden. Ja, also man kennt auch dieses Carotin, zum Beispiel dieses Beta-Carotin, was sich in Möhren zum Beispiel befindet. Also wer ja schon mal kleine Babys sich angeschaut hat, die haben auch oft so eine rötliche Farbe, weil die viel Möhrensaft trinken und viel Karottenbrei essen. Also da ist auch dieses Carotin mit drin und das bewirkt dann auch bei den kleinen Kindern, dass sie so eine rötliche Farbe haben. Und wenn man das weglässt irgendwann oder wenn die dann zur normalen Kost übergehen, dann verlieren die auch wieder diese rötliche Farbe. Ja, diese Carotinoide, die wirken direkt an den Nervenzellen, ja, und unser Körper, der, dem tut das sehr gut, weil es geht direkt an die Organe, ans Gewebe, an die Gelenke und kommt eben auch der Haut zugute. Und man sagt über das Astaxanthin, dass es das stärkste Antioxidant der Welt ist. Ob das so ist, weiß ich nicht genau, ich habe es so gelesen, zumindest kann ich euch meine Erfahrung nochmal nachher ein bisschen schildern.
Da ich das selbst seit einer längeren Zeit einnehme und da auch bei mir wirklich Veränderungen bemerkt habe. Und ja, was ist ein Antioxidant? Ein Antioxidant ist ein Antioxidationsmittel. Und was macht dieses Mittel? Es bekämpft freie Radikale im Körper. Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Also durch unsere Ernährung, durch Umwelteinflüsse, ja, baut der Körper schädliche Stoffe auf. Ja, das nennt man die freien Radikale. Und diese freien Radikale sind einfach nicht gesundheitsfördernd, sondern eher schädlich für den Körper. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kann man dieses Astaxanthin einsetzen, weil Antioxidationsmittel bekämpfen die freien Radikale. Die neutralisieren sie und, ja, und verhindern somit, dass der Körper auf Dauer krank wird. Und gerade bei chronischen Erkrankungen auch sehr, sehr gut einzusetzen einfach, weil gerade dieses Astaxanthin bei chronischen Erkrankungen wunderbar wirkt. Also ein ganz tolles Mittel, um freie Radikale, schädliche Stoffe im Körper zu bekämpfen, die Ursache für verschiedene Krankheiten eben sind. Ja, ja, Entzündungen im Körper, chronische Entzündungen bis hin zum Krebs, ja, was ja auch ja, heutzutage nichts Seltenes mehr ist. Also ganz viele Menschen entwickeln chronische Erkrankungen, chronische Entzündungen im Körper und ja, bis hin zum Krebs. Und ja, wenn man sowas dann mal beobachtet in unserer heutigen Zeit, da muss man schon gucken, was kann man denn dagegen tun? Naja, in erster Linie kann man gucken, dass man sein Leben ein bisschen stressfreier gestaltet und dass man auch auf gesunde Ernährung achtet, ja, dass man vielleicht nicht alles, was einem im Supermarkt angeboten wird, gleich kauft, weil da ist ja schon so eine Vorauswahl getroffen im Supermarkt. Eigentlich geht man da rein und hat, ja, hat diese Auswahl, die der Supermarkt schon für einen ausgesucht hat, nämlich genau diese Produkte, die natürlich auch verkaufen wollen, ist ja klar. Aber vielleicht geht man dann auch mal in einen anderen Markt oder in einen Biomarkt irgendwo oder zum Bauern oder auf den Markt, ja, wenn in der Stadt irgendwo mal ein Markt oder auf dem Land irgendwo ein Markt ist, wo man dann einfach mal frischeres Gemüse auch bekommt. Also das wäre so mein Tipp auch mal. Aber wir bleiben jetzt nochmal beim Astaxanthin, weil das Astaxanthin wirkt wesentlich stärker. Also man sagt ja, das stärkste Antioxidationsmittel. Es wirkt 20 mal besser als Vitamin E, 50 mal besser als das Beta-Carotin und sogar 60 mal stärker als Vitamin C. Also wenn man sich das mal vorstellt, also es hat schon eine extrem hohe Wirkung. Also man sagt dieser Alge ja auch oder diesem Stoff aus der Alge ja auch nach, dass es ein, ja, irgendwie ein Wundermittel ist. Ob das ein Wundermittel ist, weiß ich nicht. Also zumindest hilft es dem Körper, sich gesund zu halten. Und das ist mir ja immer besonders wichtig. Vor allem, ja, ist es mir ja immer besonders wichtig, wenn ihr schon mal ab und zu ein paar Videos von mir geschaut habt, dass es einfach natürliche Mittel sind, die keine Nebenwirkungen haben, die dem Körper also nur gut tun und nicht in irgendeiner Art und Weise schaden. Das ist mir persönlich besonders wichtig, ja. Und deswegen bin ich ja auch immer auf der Suche nach solchen Mitteln und ja, werde euch immer wieder mal das ein oder andere hier vorstellen, beziehungsweise auch andere Wege noch aufzeigen, ja, wie man seinen Körper gesund halten kann. Ja, das Antioxidationsmittel, dieses Astaxanthin, bekommt man in verschiedenen Herstellungen. Einmal gibt es das natürliche Astaxanthin und dann gibt es einmal ein synthetisch hergestelltes Astaxanthin. Wenn man sich dafür interessiert und mal ein bisschen kundig macht, dann sollte man auf jeden Fall auf dieses natürliche Astaxanthin zurückgreifen, weil das einfach besser ist und nochmal, ja, ich glaube, 20 Mal stärker wirkt als dieses synthetisch hergestellte Astaxanthin. Also ja, ein Antioxidationsmittel, das, wie der Name schon sagt, es oxidiert auch. Und es oxidiert in dem Moment, wo es mit Sauerstoff in Berührung kommt. Deswegen sollte man, wenn man so ein Mittel sich zulegt oder sich dafür entscheidet, dieses Mittel auch einzunehmen, sollte man schauen, dass es vielleicht nicht in der Tablettenform ist. Also da habe ich zumindest drauf geachtet, dass es nicht in der Tablettenform ist, weil diese Tablettenform, da dringt in diese Tablette auch Sauerstoff ein, also das ist nicht geschützt und das zersetzt das Astaxanthin
und hemmt dadurch schon wieder die Wirkung. Also wenn wir dann diese Tablette zu uns nehmen, dann ist die Wirkung, kann die schon so und so viel mal niedriger sein, als wir es eigentlich vielleicht wollen. Ja, und deswegen empfehle ich immer, beziehungsweise empfehle ich nicht, aber ich sage es jetzt einfach aus meiner Erfahrung, ich würde einfach zu Kapseln greifen, die wirklich luftdicht verschlossen sind. Es gibt so Kapseln, die sind so innen drin so ein bisschen gelartig oder ja, ölig innen drin, und da ist dieses Astaxanthin mit eingebunden und da kann wirklich kein Sauerstoff, die sind auch so bräunlich, ja, und da kann kein Sauerstoff eindringen, und da ist dieses Astaxanthin, dieser Wirkstoff, einfach geschützt. Und wenn wir das dann einnehmen, dann ist es wirklich so, dass der Körper auch wirklich diesen Wirkstoff voll aufnimmt und auch der seine ganze Wirkung entfalten kann. Ja, also ich nehme dieses Mittel schon eine ganze Zeit lang, schon über einige Monate, muss ich sagen. Ich glaube, es sind inzwischen 5, 6 Monate, wo ich das einnehme. Und muss sagen, dass ich seitdem wirklich wesentlich leistungsstärker bin. Also bei mir habe ich es sofort zumindest gemerkt, auch was die Müdigkeit morgens angeht. Also ich war eine Zeit lang so müde morgens, und als ich das angefangen habe zu nehmen, ja, bin ich einfach jeden Morgen fit aufgestanden. Und es ist am Wochenende selbst so, da bin ich auch eher so die Langschläferin gewesen. Und ja, jetzt bin ich morgens fit, kann den Tag gut meistern und habe für mich auch ein Mittel gefunden, was ich täglich einnehmen kann und wo ich täglich meinen Körper irgendwo schützen kann vor freien Radikalen, also vor schädlichen Stoffen, die von außen auch auf uns eindringen oder auch vor Stress, in Stresssituationen einfach gebildet werden im Körper. Und da habe ich so für mich ein tägliches Mittel einfach gefunden. Ihr wisst, ich habe viele verschiedene Mittel, die ich immer wieder einsetze, aber ich habe Mittel, die ich auch nicht täglich zu mir nehme, ja, die ich nur in bestimmten Situationen zu mir nehme. Wenn es mir halt mal schlecht geht oder wenn ich doch merke, irgendwie eine Erkrankung kommt langsam oder ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlapp. Aber das ist so ein Mittel, da kann ich sagen, das nehme ich regelmäßig ein und das schützt mich wirklich. Und ja, ich habe das einer Bekannten auch mal empfohlen, und die hat einfach tierische Schmerzen, schon jahrelang chronische Schmerzen, also in verschiedenen, ja, im Rückenbereich auch, also sie ist sehr viel unterwegs und läuft auch sehr viel, was eigentlich gut sein soll, aber ja, sie hat extreme Rückenbeschwerden. Und sie hat es eine Zeit lang genommen und hat mir dann berichtet, dass sie daraufhin keine Schmerzmittel mehr nehmen musste. Und sie hat das wirklich chronisch gehabt. Also es war, ging über Jahre schon hinweg. Und seitdem sie das Astaxanthin einnimmt, kann sie ihre Schmerzmittel weglassen. Ja, also was sie mir noch erzählt hat, da habe ich jetzt selbst keine Erfahrung gemacht, aber dass sie im Sommer ja auch keine Probleme irgendwie mit Mücken mehr hatte, das weiß ich jetzt nicht, also weil ich da eh nicht so diese Probleme hatte, also dass die Mücken nicht so an sie rangegangen sind. Das war jetzt vielleicht auch ein Nebeneffekt davon, weiß ich nicht. Ansonsten fühlt sie sich auch wesentlich fitter und ausdauernder. Also sie ist sehr viel beruflich einfach auch unterwegs und war abends wirklich oft total platt. Und da merkt sie auch, dass sie ausdauernder ist. Und ja, das kann ich jetzt von meiner Hinsicht auch einfach nur bestätigen. Ich habe euch mal eine Liste gemacht. Und zwar habe ich eine Liste gemacht, die möchte ich mal vorlesen, gegen was eben Astaxanthin wirkt und ja, wo man sich gegen schützen kann mit diesem Mittel. Ich zähle das jetzt einfach mal alles auf, weil das ist eine ganze Liste und da will ich jetzt nicht zu jedem Punkt was sagen, einfach, dass ihr mal so einen Überblick bekommt, gegen was das einfach alles gut ist. Gelenkbeschwerden. Es ist ein natürlicher Sonnenschutz, also gegen Sonnenbrand hilft es. Es stärkt das Immunsystem. Also das heißt, wir sind weniger müde auch, es macht fitter, leistungsstärker, wirkt gegen Alterungsprozess, also es macht glattere Haut. Das habe ich bei mir übrigens auch gemerkt, also wirklich, dass die Haut besser davon wird, weniger Pickel, ja, und strafft die Muskulatur einfach auch. Schützt vor Herzkrankheiten, gegen Pickel und Fältchen, das habe ich gerade schon gesagt. Für mehr Fruchtbarkeit auch, weil, ich sag mal, es ist stressmindernd, ja, es macht einen stressresistenter, und wenn Menschen Stress haben, ja, dann mindert es auch ein bisschen die Fruchtbarkeit. Von daher ist da das Astaxanthin auch sehr gut einzusetzen. Vorbeugung von Krebs, Diabetes, es ist generell zur Entgiftung der Leber. Also wenn man heute auch sieht, was der Organismus alles
ja, für Strapazen hat, ja. Ich habe es schon erwähnt, durch schlechte Ernährung vielleicht, durch Umwelteinflüsse, aber auch durch Medikamenteneinnahme. Da hat die Leber unheimlich viel abzubauen und zu entgiften. Und ja, es läuft ja alles über die Leber. Und da bilden sich dann auch diese freien Radikale. Und das Astaxanthin hilft einfach da auch bei der Entgiftung. Also sehr, sehr gut, um ja, damit auch keine Leberschäden entstehen. Es schützt die Augen vor grünem Star, vor grauem Star oder kann sogar in manchen Fällen die Sehstärke wieder erhöhen. Wirkt gegen Alzheimer, sorgt für mehr Energie und Ausdauer und wird ja gerade deswegen auch bei Sport oder bei körperlichen Arbeiten einfach gerne eingesetzt. Ja, was habe ich für euch noch rausgesucht? Ich habe noch rausgesucht, zumindest oder aus meiner Erfahrung auch, wie ich das so einnehme, dass man 4 bis 12 Milligramm ja, pro Tag einnehmen kann. Es reicht eigentlich am Anfang erstmal 4 Milligramm, ja, wenn man das so vorbeugend nehmen will. Wenn man natürlich irgendwelche Beschwerden hat, dann kann man auch höher dosieren. Das merkt man einfach dann. Es kommt auch vielleicht ein bisschen aufs Körpergewicht generell an, was man hat. Und das sollte man einfach ausprobieren. Aber wenn man da anfängt mit 4 Milligramm vielleicht oder man merkt da noch nichts und sagt, okay, ich steigere das Ganze mal und nehme jetzt mal 8 Milligramm. Ich habe das zum Beispiel am Anfang auch so gemacht, dass ich 4 Milligramm genommen habe. Und jetzt in der Winterzeit bin ich doch auf 8 Milligramm übergegangen, weil ich da einen höheren Schutz einfach für mich haben will. Das kann man dann individuell für sich gestalten, und merkt einfach dann auch, was einem auf Dauer gut tut. Ja, also bitte, falls ihr euch da interessiert für, bitte nur hochwertige Produkte nehmen und nicht denken, ja, einfach nur billig oder Tablettenform irgendwie, was mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Also wirklich hochwertige Produkte nehmen, weil das tut eurem Körper einfach auch besser. Und ich bin immer, ja, für die Gesundheit und für unseren Körper und dass man einfach, ja, in dem Moment da nicht unbedingt sparen sollte. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen wieder aufklären können und habe euch ein bisschen meine Erfahrungen weiterbringen können und mitteilen können. Es freut mich immer, wenn ich euch neue Sachen hier vorstellen kann und es freut mich auch, wenn immer ja, mehr Leute hier zuschalten. Und wenn ihr Interesse habt, weiter meinen Kanal ja, anzuschauen, dann würde ich mich natürlich freuen, ihr abonniert meinen Kanal. Ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, weil das zeigt mir, dass es wieder für mich okay ist, dass ich euch was, ja, was zeigen konnte und dass es auch so bei euch angekommen ist, dass es eben gut war. Und was mich natürlich auch sehr freuen würde, einfach wenn ihr mal irgendwie einen Kommentar hinterlasst. Ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall immer drüber. Und ansonsten, ja, würde ich mich schon jetzt wieder verabschieden von euch. Ich freue mich aufs nächste Video. Da werde ich euch auch wieder ein tolles Thema präsentieren hier. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt vor allem wieder gesund und bis bald. Tschüss.